Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. Juni 2018? Ich habe in vergangenen Tagen sehr viel Gedanken gemacht, wie könnte ich diesen Kanal verbessern, ein bisschen farbenfroh vermitteln, die Sternen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich trenne die Tageshoroskop von Mondmagie. Und die Tageshoroskopen verkürze ich. Das heißt, es läuft nach wie vor und ich beschreibe die einzelnen Tierkreiszeichen, was ist zum Erwarten. Selbstverständlich astrologisch. Und als Ergänzung kommt dazu die Mondmagie, die Einflüsse von Sternen, dann auch die Mythologie, welche Verbindungen sind zwischen den Planeten, auch die Mondbewegung. Dann gehe ich auch auf die Mondhäuser ein, auch für Mondritualen, Halbedelsteine, Engelverbindungen. Und das versuche ich ein bisschen fantasievoller gestalten. Ich habe auch überlegt, werde ich dann nach wie vor astrologisch beschreiben, wie zum Beispiel Sonne und Merkur Konjunktion in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das ist heute zum Beispiel der Fall. Oder erzähle ich das bisschen märchenhaft, im Königreich Zwillinge begegnet sich der Sonnengott Apollo mit Hermes, der Götterbote, und sie sprechen miteinander und kommt Klarheit durch diese Nachricht, durch diese Handlungen und Gespräche. Das klingt ein bisschen anderes, das steht mir näher. Ich weiß aber nicht, wie das ankommt, weil ich möchte diese Götterwelt, was natürlich von der griechischen Mythologie kommt, nichts Religiöses bewirken, überhaupt nichts. Sondern ich möchte diese märchenhafte Welt, die Sternen, einfach vermitteln. Ich finde das schön, ich probiere das aus. Die Frage ist, wie kommt das an? Aber wir starten das mal einfach. Bei Sonnenaufgang geht die Königreich Zwillinge in Osthorizont auf. Der König hier in diesem Königreich Hermes, der Götterbote, und bewegt sich in sein eigenen Königreich und hat eine Verabredung mit dem Sonnengott Apollo. Natürlich durch diesem Treffen, durch diesem Gespräch klärt sich etwas auf. Das Problem ist nun, dass da kommen alte Erinnerungen und da entsteht natürlich verletzten Gefühlen. Und die Gefühle vermittelt die Mondbewegung in Königreich Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich spüren wir das, diesem alten, verletzten Gefühlen. Entsteht auch eine gewisse Spannung in unserem Inneren. Aber wir sollen das beenden, wir sollen das loslassen und diesem Gespräch, diesem klärenden Gespräch, natürlich hilft dabei, das zu bewältigen, bereinigen. Wir bekommen auch eine Unterstützung. Ja, Ares, der Kriegsgott, hier geht aber nicht um Kriegen, sondern wie man unserem Leben bewältigen können. Wie ein Krieger oder wie eine Kriegerin, natürlich hat ein sehr guter Einfluss auf diesem Gespräch und diese männlichen Kraft. Das bewegt sich gerade im Königreich Wassermann. Natürlich gibt dazu noch die Luftelement, diese Leichtigkeit. Und die Zwillinge vermitteln auch diese Leichtigkeit und somit entsteht hier eine wunderbare Verbindung. Und diese männliche Kraft, was natürlich auch eine männliche Person sein kann, vermittelt etwas und so klärt sich etwas auf und ich bezeichne diesem Treffen oder diesem Kontakt, diesem Gesprächen als Glück.
und jetzt alte Erinnerungen wieder hervorrufen, damit wieder dieser Schmerz verspüren, ist absolut unnötig. Aber was passiert im Königreich Skorpion? Das ist gar nicht einfach, weil das erleben wir in beruflichen Situationen. Man kann nicht so gut mit dem Chef klarkommen gerade. Da entsteht eine gewisse Unsicherheit. Entweder haben wir diese Hemmungen, das zum Sagen, was uns im Arbeitsplatz stört, oder wir haben dieses Mut, das zu vermitteln, aber die Chef hört gar nicht zu. Da entsteht bei uns in beruflichen Situation eine gewisse Unsicherheit. Und wir denken, dann soll ich nicht. Man kann nicht wissen, wie der Chef reagiert. Natürlich erleben das in erster Linie die Skorpiongeborenen und die Zwillingsgeborenen. Aber diese Energie spüren wir schon. Dann die liebe Partnerschaft. Brauchen wir die Harmonie und die Gleichgewicht. Und das sind zwei Königreiche, die das vermitteln. Aphrodite, die Liebesgöttin, besucht gerade das Königreich Krebs. Natürlich handelt es sich um Gefühle und auch natürlich nicht nur die Liebe, sondern auch die Fürsorglichkeit, die Mütterlichkeit. Und gegenüber im Königreich Steinbock vermittelt Hades uns etwas. Beende etwas, weil du schleppst etwas mit. Das kann natürlich Erinnerungen sein, das mal loslassen. Kann auch die Gefühle bedeuten, wie Angst und Zweifel. Und wenn Hades sagt, wir sollen etwas beenden und loslassen, dann ist gut, wenn wir daran hören auch, weil damit kommen wir im inneren Harmonie, im inneren Gleichgewicht. Natürlich spürt das in erster Linie die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen und die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen. Aber kommen auch andere Einflüsse und die Wasserelementen, verbinden sie sich miteinander und vertreten eine starke Liebesenergie. Und das sind die Fischengeborenen, die Skorpiongeborenen und die Krebsgeborenen. Und so kommt alles im Fluss, alles im Harmonie. Und es ist wichtig, im inneren Gleichgewicht zu bleiben. Und wenn wir schon so starke Liebesenergie verspüren im heutigen Tag, dann empfehle ich die Halbedelstein Rosenquarz, weil das ist der Stein der Liebe. Wir sollen diesem Halbedelstein Rosenquarz mit lauwarmen fließenden Wasser oder mit Hämatit entladen und mit Sonnenkraft und Mondenergie aufladen. Aber ich empfehle auch die Duftöle und das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com, die Nektar der Liebe. Mit diesem Duftöl können wir diesem Halbedelstein Rosenquarz mit einem Kosmetikpinsel bepinseln, ein paar Tröpfchen von diesem Duftöl, und dann wirkt es auch wie ein Amulett. Natürlich zusätzlich aufladen mit Sonnenkraft und Mondenergie. Und welche Einflüsse kommen von Sternen? Mond bewegt sich gerade im Königreich Tierkreiszeichen Fischen und hat einen Einfluss von einem Glücksstern. Und diesem Glücksstern heißt Skat. Übersetzt heißt ein Wunsch. Und das hilft bei Wunscherfüllung. Und wenn wir schon bei Wunscherfüllung sind, natürlich dürfen wir alle heute etwas wünschen. Und die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben sogar als Lektion auf ihren Sehnsüchte und Wünsche hören und als Ziel setzen und das Verwirklichen daran wirklich glauben. Welche Einflüsse haben wir noch von Sternen?
Das Sternbild Orion bestrahlt die Sonne und die Merkurenergie in Tierkreiszeichen Zwillingen. Orion ist der himmlische Jäger. Er war aber ganz schön von sich eingenommen, ein bisschen eingebildet und meinte, er kann alle Frauen verführen und alle Tiere töten. Er war ständig auf dem Jagd. Bis mal der Vater zu einer Königstochter, wo Orion auch verführt hat, als Strafe sein Augenlicht genommen hat und Orion wurde blind. Vielleicht hat auch eine symbolische Bedeutung, blind von der Liebe. Aber zum Glück hat Orion sein Augenlicht, das Sehen, wiederbekommen von Morgenröte. Warum? Weil Morgenröte war verliebt an Orion und schenkte wieder dieses Augenlicht. Wo aber Orion Pech gehabt hat, das war der Skorpion. Ja, dieser eingebildete Jäger dachte, der kann alle Tiere töten, bis mal der Skorpion gesagt hat, das kann sein, lieber Orion, aber mich kriegst du nicht hin. Und was passierte? Der Skorpion war stärker und tötete Orion. Das ist die Geschichte dazu. Natürlich hat das auch eine symbolische Bedeutung. Wenn wir etwas Neues beginnen, etwas Neues starten, sollen wir überprüfen, was sollen wir verabschieden, loslassen. Weil das kann in unserem Lebensweg ein Hindernis sein. Was ist noch wichtig im heutigen Tag? Die Merkur-Energie oder wenn wir schon bei Märchen sind, Hermes, der Götterbote, bewegt sich gerade in Diamant, ganz nah zu die Sonne. Und das bedeutet, dass die Merkur-Umlaufbahn ist elliptisch. Und dann sind zwei Punkte. Einmal steht ganz nah zu die Sonne und bewegt sich schneller. Und dieser Bereich nennt man als Diamant. Und einmal ist ein bisschen weiter weg von der Sonne und bewegt sich langsamer und das ist die schwarze Sonne. Und heute bewegt sich Merkur oder Hermes, der Götterbote, in diesem Diamant. Ganz nah zu der Sonne, ganz nah zu der Wahrheit, ganz nah zu der Klarheit und zum klärenden Gespräch. Und bewegt sich schnell. Das heißt, die Kontakte nehmen zu, die Kommunikation ist viel, viel schneller. Es klärt sich etwas auf und wir erfahren die Wahrheit. Das ist übersetzt die Wirkung in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die beiden, die sich hier treffen, Hermes, der Götterbote, und Apollo, der Sonnengott. Und das war mein heutigen Mondmagie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.